Das ABC lernen mit. Fang erstmal mit dem Alphabet an. A steht für. Die Diagnose habe ich schon. Arschloch. B steht für. Wir haben eine. Bananenspinne. C steht für. Ja, jetzt bin ich euer Chef. D steht für. Digga. E steht für. Es macht wirklich 0,0 Sinn, dass du jetzt auch hier bist. Warum? F steht für. Ja, brauchte die Kohle und wollte viel ficken. G steht für. Wer hat das Geld aus der Spendenbox von meiner Mama geklaut? H steht für. Ich bin euer Chef, euer Herrscher, euer Gott. I steht für. Ich würde mal sagen, für dieses Jahr ist Inselverbot, ihr bleibt hier. J steht für. Jonas hat kein einziges Mal geblinzelt gerade eben. Kein einziges Mal. Irgendwas ist da faul. K steht für. Ich habe in der letzten Zeit so ein bisschen die Kinky-Szene für mich entdeckt. L steht für. Leg das Messer weg. Was soll das, Mann? Messer weg. Hm? Leg das Messer weg. Ist das, was du willst, ja? M steht für. Das hier ist der Mutti-Zettel. Den brauche ich ausgefüllt bis heute Abend. Irgendwer muss die Verantwortung für mich übernehmen, sonst bin ich raus. N steht für. Nee, nicht raub. Hab ich nicht, wollt. O steht für. Opfer 1, over. Digga. Opfer 1, over. Nein, Digga, komm schon, nicht. P steht für. Oh. Junge, er macht Puffel, warum? Q steht für. Ergibt sich eine logische Konsequenz. Dickmann. Das klingt plausibel. R steht für. Richtiger Almann. S steht für. Ich habe hier schon das Deck geschrubbt, bevor ich Haare am Sack hatte. Da gab's noch Schildkrötenfleisch in Dosen. T steht für. Wir haben tote Tiere gesammelt und im Markt versteckt. U steht für. Und so, meine Kinder, habe ich auch im Mutter kennengelernt. V steht für. Sag deinen Namen, du Idiot. Hallo? 450er. W steht für. Der hat Bock, sich heute mal richtig schön die Batterie abzuklemmen. X steht für. Experten, ey. Y steht für. Aber wichtig ist, dass du Jarak sagst. Jarak, genau. Z steht für. Weil Zuhören die beste Antwort ist.